Im heutigen Video ist es endlich soweit. Ich werde heute Mr. Wissen2Go interviewen. Und damit herzlich willkommen zur allerersten Ausgabe von meinem neuen Format Das Interview. In diesem Format werde ich berühmte Persönlichkeiten interviewen. Wir beginnen heute mit Mirko Drotschmann. Als Mr. Wissen2Go begeistert Mirko Drotschmann seit 2012 auf seinem Hauptkanal viele neugierige Menschen. Er versucht Politik und Weltgeschehen einfach und verständlich zu erklären. Mittlerweile hat er schon 2,4 Millionen Abonnenten und rund 800 Videos. Nebenbei betreibt er auch noch einen zweiten Kanal, Mr. Wissen2Go Geschichte. Hier erklärt er seinem 1,2 Millionen großen Publikum geschichtliche Ereignisse. Also gut, jetzt können wir beginnen. Ja, ich bin Mirko Drotschmann, bin 37 Jahre alt, bin beruflich als Journalist unterwegs im Netz Mr. Wissen2Go. Bei YouTube versuche ich geschichtliche und politische Themen zu erklären und im Fernsehen moderiere ich die Sendung Terra X im ZDF. Wie bist du denn dazu gekommen, den Kanal Mr. Wissen2Go zu starten? Ich fand YouTube schon eine ganze Weile interessant als Plattform, auf der man sich Videos anschauen kann, sich unterhalten lassen kann, aber über meine Frau habe ich gesehen, da geht noch viel mehr. Man kann selbst zum Produzenten werden, Inhalte erstellen, sie dort veröffentlichen und das wollte ich irgendwann auch machen. Ich habe zu der Zeit auch schon als Journalist gearbeitet und habe mir überlegt, wie könnte man den YouTube journalistisch nutzen. Und irgendwann kam dann die Idee, mit den Nachhilfevideos für Geschichte anzufangen. Und so hat sich das dann mit der Zeit entwickelt. Danach hast du da begonnen, also 2016, wie man sagt, das war das nächste große Ereignis, was passiert ist. Du hast einen Zweitkanal gegründet, Mr. Wissen2Go Geschichte. Also ein eigener Kanal. Also damals hieß er noch Musste Wissen Geschichte. Aber was hat dich so fasziniert an Geschichte, dass du studiert hast und dann auch einen zweiten Kanal dafür gegründet hast? Und zunächst muss ich sagen, der Kanal wurde gegründet von Funk. Also das war nicht meine eigene Initiative, anders als der Kanal Mr. Wissen2Go. Den habe ich selbst gestartet. Damals gab es Funk auch noch gar nicht, 2012. Als ich angefangen habe, Geschichte fand ich schon in der Schule total spannend. Ich hatte tolle Lehrerinnen. Ab der siebten Klasse haben wir Geschichte als Schulfach bekommen und das hat mir immer sehr viel Spaß gemacht und mir hat man dann mal gesagt, wenn du Journalist werden willst, dann studiere einfach irgendwas, das dich interessiert und das habe ich auch gemacht und deshalb habe ich Geschichte interessiert und finde es bis heute total spannend. Ich finde, wenn man die Vergangenheit versteht, dann versteht man die Gegenwart auch viel besser. 2017 war es dann soweit oder war wahrscheinlich ein großes Ereignis für dich. Du durftest dann Angela Merkel interviewen im Rahmen einer Sendung, wo YouTuber Angela Merkel interviewen durften. Wie hast du dich da gefühlt, dass du wusstest, dass du Angela Merkel interviewen darfst? Das war schon eine schöne Sache. Als Journalist hatte ich in der Vergangenheit auch mit Bundesministerinnen, Bundesministern sprechen können, mit anderen namhaften Politikern, auch international, aber die Kanzlerin interviewen zu können, das war schon nochmal was Besonderes und das auch noch im Vorfeld einer Bundestagswahl. Ich war schon ziemlich nervös, das hing aber vor allem damit zusammen, dass ich wusste, dass viele Medienkollegen da jetzt drauf schauen und eigentlich nur darauf warten, dass wir einen Fehler machen. Und weil man so unter Beobachtung stand, war die Anspannung groß. Aber letztendlich ging es ziemlich schnell vorbei. Wir hatten ja jeweils nur eine Viertelstunde mit ihr. Der Kanal Mr. Wissen2Go ist ja erst im September 2017 ein Angebot vom Funk geworden. Wieso? Also, wieso ist der Kanal erst 2017? Gute Frage. Funk gibt es ja schon seit 2016. Ich denke einfach, dass Funk am Anfang vor allem darauf geguckt hat, neue Formate zu starten und nicht so sehr auf bestehende Kanäle zu setzen. Das hat sich dann mit der Zeit geändert. Ich war 2017 wegen einer ganz anderen Sache mal im Hauptquartier von Funk in Mainz. Sie selbst wohnen auch in Mainz, der Weg ist also kurz. Und dann haben wir uns so ein bisschen unterhalten und irgendwann hat jemand gefragt, sag mal, warum bist du eigentlich nicht bei Funk? Dann habe ich gesagt, ich weiß es auch nicht. Und dann wurde das geändert und ich fühle mich da sehr wohl. Ich habe auch viele Jahre zuvor schon für die Öffentlich-Rechtlichen gearbeitet. Also das war für mich keine große Umstellung. Was ist denn jetzt konkret anders, also seit du bei Funk bist? Erklär mal zuerst so, wie du für deine Videos vorgehst zuerst und dann, wie sich das damit Funk verändert hat. So viel verändert hat sich ehrlich gesagt nicht. Die größte Veränderung, die besteht darin, dass ich jetzt Leute beschäftigen und bezahlen kann, die die Produktion übernehmen, die also die Animation machen für die Videos, die den Schnitt machen, die die Vorschaubilder machen, das ganze Technische, von dem ich nur wenig Ahnung habe, sodass ich mich auf den Inhalt konzentrieren kann. Und das ist schon eine große Erleichterung. Vorher habe ich jedes Video selber geschnitten und dann entsprechend die Energien auch verteilen müssen auf die einzelnen Arbeitsfelder. Was sich noch geändert hat, ist, dass es jetzt eine professionelle Redaktion gibt, nämlich im ZDF, die
die Videos abnimmt. Das heißt also, es wird nochmal ein Faktencheck gemacht. Stimmt das alles, was ich da sage? Sind die Einblendungen korrekt? Ist da irgendwo ein Tippfehler drin? Und nur das wird geprüft. Also nicht, hat er das richtige Thema ausgewählt oder sagt er auch die richtige Meinung? Also das ist definitiv nicht der Fall. Ich kann da sagen und machen, was ich will, solange es sich auf dem Boden unserer Verfassung bewegt. Und ja, ich bin sehr froh über diese Abnahme. Dieses Vier-Augen-Prinzip im Journalismus ist ganz wichtig und das ist eine der wesentlichen Änderungen. Plus, ich bin Teil eines Netzwerks, was auch keine schlechte Sache ist. Eine Frage, die sich wahrscheinlich schon vielen Leuten gestellt hat, ist, wo genau drehst du deine Videos? Also wir sehen jetzt ein bisschen im Hintergrund, aber ist das Ja, jetzt bei genau. dir zu Hause oder ist das in einem Büro? Das ist bei mir zu Hause im Keller. Ich habe hier eine grüne Wand. Da stelle ich mich dann davor. Auf der anderen Seite steht die Kamera. Und ja, von hier drehe ich die Videos. Wir haben im Büro auch ein Studio, aber zu Hause ist es einfacher, auch wenn ich mal spontan was machen muss. Und da muss ich einfach ein paar Treppenstufen nach unten gehen und kann loslegen. Eine jetzt noch neu dazugekommene Frage noch, die ein Zuschauer mir gestellt hat. Und er hat sich gefragt, wie schafft man es, in einem Video neutral zu sein und nicht seine politische Meinung zu sagen? Ich hoffe, dass mir das gelingt. Ich versuche bei jedem Thema erstmal meine eigene Position zu verlassen. Natürlich hat jeder eine eigene Prägung, eine eigene Meinung zu Dingen, aber die versuche ich an den Nagel zu hängen sozusagen für das Video und dann ganz unvoreingenommen auf die Themen zu schauen. Und was mir dabei auch immer wieder hilft, sind Kommentare unter den Videos, die einen sensibilisieren, die einem zeigen, weil man vielleicht hier und da doch ein bisschen abgewichen ist von dem, was man machen wollte, oder wenn da Dinge reininterpretiert werden, dann achtet man darauf, dass man beim nächsten Mal keinen Anlass mehr gibt, zum Reininterpretieren. Also es ist so eine Mischung aus einer Herangehensweise und aber auch permanentem Berücksichtigen von Feedback, das man bekommt. Wie viele Personen arbeiten denn in der Regel an so einem normalen Mr. Wissen to Go Video? Das ist immer ganz unterschiedlich. Es gibt die Reihe Mr. Wissen to Go exklusiv und es gibt bei mir auf dem Kanal die regulären Videos. Mr. Wissen to Go exklusiv ist so eine Dokumentations-Reportage-Rubrik, die einmal im Monat nur kommt, und die regulären Videos, die gibt es drei oder viermal, manchmal sogar fünf, je nach Aktualität. Und diese regulären Videos, die mache ich komplett selbst im Inhalt. Ich recherchiere die Skripte selbst, ich schreibe sie selbst, ich drehe sie hier selbst im Studio und dann schicke ich das an die Kolleginnen und Kollegen, die dann den Schnitt und Animation und viele andere Dinge machen. Danach bekomme ich die fertige Version, wenn es abgenommen ist, wieder zurück, lade sie hoch, und kümmere mich um die Kommentare. Also da kommt, das meiste und vor allem fast alles Inhaltliche von mir. Und bei Mr. Bist du exklusiv, da würde ich das zeitlich nicht mehr schaffen. Da gibt es ein kleines Redaktionsteam, das sich dann um die Inhalte kümmert. Es gibt Kameraleute und anderes, was man da braucht. Aber wie gesagt, das ist eine Rubrik, die nur einmal im Monat kommt. Findest du, dass Funk auch Nachteile hat? Es gibt sicherlich den einen oder anderen Punkt, den man nennen könnte, der für mich aber keine große Rolle spielt. Wenn man mit Leuten spricht, die Kanäle haben, die jetzt nicht mehr bei Funk sind, dann hört man immer wieder, dass angemerkt wird, man könne ja keine Werbung schalten und könne kein Merchandise bewerben auf dem Kanal und anderes. Aber für mich ist es auch unvereinbar mit dem öffentlich-rechtlichen Gedanken. Und das war für mich von Anfang an klar, als ich mit dem Kanal zu Funk gegangen bin, dass das nicht möglich ist. Und deshalb ist das aus meiner Sicht kein Nachteil. Für manche mag das ein Nachteil sein. Ansonsten sehe ich sehr viele Vorteile und bin sehr froh, Teil von Funk zu sein und freue mich über die Unterstützung, über das Netzwerk, das dahinter steht, auch darüber, dass ich schon so lange Teil von Funk sein kann. Für mich überwiegen die Vorteile ganz einfach. Was finden Sie denn, ist Ihr Lieblingsvideo von dem Kanal Mr. Wissen to Go? Also das, was Sie sagen, das ist mir am besten gelungen, das finde ich am allerbesten. Ein bisschen schwierig zu sagen, weil es schon so viele Videos auf dem Kanal gibt. Und sich dafür eins zu entscheiden, fällt mir nicht leicht. Es gibt auf jeden Fall einige Videos zu sehr wichtigen Themen. Und da bin ich auch sehr froh, dass die auf dem Kanal sind. Zum Beispiel haben wir mal was gemacht zum Thema weibliche Genitalverstümmelung. Das ist ein Thema, das aus meiner Sicht der Berichterstattung viel zu kurz kommt und das ich sehr wichtig finde. Und ich bin sehr froh, dass wir dazu was am Start haben. Also es ist sicherlich eins meiner Favoriten. Wirst du oft von Menschen auf der Straße angesprochen?
Hin und wieder kommt das schon vor, gerade wenn ich in der Nähe von Schulen oder Unis unterwegs bin, aber es ist jetzt nicht so, dass ich nicht aus dem Haus oder einkaufen gehen kann, ohne da ständig angesprochen oder fotografiert zu werden. Es kommt vor, ja, aber in einem sehr überschaubaren und gesunden Ausmaß, und es freut mich auch immer, wenn ich angesprochen werde, weil man da ganz oft direkt in eine Diskussion einsteigt zu irgendeinem Videothema, und das finde ich immer sehr schön. Was war denn dein Berufswunsch in der Kindheit, also als du in der Schule warst? Kommt das Alte an. Früher wollte ich immer Fußballprofi werden. Das habe ich dann aber irgendwann aufgegeben, so mit 10 oder 12 Jahren. Dann wollte ich Radiomoderator werden. Später hat sich dann immer mehr so herausgekitzelt, dass der Beruf des Journalisten für mich spannend ist. Und das wusste ich dann definitiv schon so in der 11., 12. Klasse. Ich habe da auch schon in der Schülerzeitung gearbeitet. Ab dann war für mich klar, dass ich in die Richtung gehen will. Und noch zur letzten Frage, welche YouTube-Kanäle schaust du denn so privat, wenn du dich informieren möchtest? Und da gibt es eine ganze Menge, zum einen im Funknetzwerk, auf der anderen Seite aber auch im englischsprachigen Raum. Zum Beispiel mag ich Vsauce ganz gerne, ein Kanal, der sehr spannend über wissenschaftliche Themen spricht, genauso wie Veritasium, mag ich auch. Ansonsten schaue ich mir aber auch viele Sportkanäle an, vor allem Fußball, weil ich Fußballfan bin und mich über die Spielezusammenfassung freue. Also es ist ein bunter Mix, aber ich bin ehrlich gesagt jetzt auch nicht ständig bei YouTube unterwegs und schaue mir da Videos an, sondern nur hin und wieder mal, wenn mir irgendwo was vorgeschlagen wird. Und das war's von diesem Video. Wenn ihr mich unterstützen wollt, abonniert gerne den Kanal. Hier geht's zum letzten Video. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.